Der Klarinettist und Bandleader Hugo Strasser ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Er hatte seine Karriere nach dem Krieg mit Jazz und Swing begonnen und in den 50er Jahren dann eine eigene Big Band gegründet. Das Orchester spielte jahrelang bei den Tanzweltmeisterschaften. Tanzmusik war seine Leidenschaft. Seine Big Band zählte zu den führenden Tanzorchestern der Welt. Der Swing fasziniert Hugo Strasser. Heimlich hört und lernt er ihn schon während des Dritten Reiches. Das ist auch eine Lebensart, der Swing. Man erkennt an Menschen ja schon am Gehen. Swingt er oder swingt er nicht? Nach dem Krieg spielt er einige Jahre in den Clubs der US Army und im Max-Greger-Sextett. 1955 gründet er seine eigene Big Band, mit der er sich auf die strikten Tanzrhythmen des Turniertanzes spezialisiert und macht sich damit weltweit einen Namen. Ich habe einen Beruf erlernt, der mir unheimlich viel Spaß macht und eigentlich auch noch ein zusätzliches Glück, ich habe das richtige Instrument gewählt. 3 Jahrzehnte lang produziert er in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband die Tanzplatte des Jahres, die bis nach Amerika verkauft wird. Mehrere Generationen haben zu seiner Musik das Tanzen gelernt. Im neuen Jahrtausend tat er sich mit Max Greger zusammen. Als Swing-Legenden füllten sie die Konzerthallen.